Möchte ich aber übergeben zu Jannik Schmiedl, der ulkigerweise hier in Hamburg sitzt. Das Schöne an Corona war, dass wir teilweise eben Referenten aus Moskau, aus Frankreich, aus Tel Aviv, aus London dabei haben konnten. Aber insofern ist es auch besonders schön, wenn jemand, der quasi um die Ecke sitzt, auch virtuell uns zugeschaltet ist. Wir haben heute nochmal, das haben wir vor 3 Wochen schon mal gehabt, das Thema Staking. Aber ich glaube, Staking ist im Moment so wahnsinnig in aller Munde, dass das wichtig ist, sich da einfach intensiv nochmal immer wieder damit zu beschäftigen. Was ist das? Was kann das? Wie funktioniert das? Auch ganz klar, was sind die Potenziale und was sind die Risiken dahinter? Und ich glaube, für viele ist das immer noch so ein, na, nicht Buch mit 7 Siegeln, aber doch etwas, wo man sich so ein bisschen mit Respekt und Vorsicht damit bewegt. Wir haben heute selber irgendwie aus dem eigenen Bestand gedelegatete Token undelegated und waren vorübergehend auch ein bisschen unsicher, ob wir eigentlich die richtige Wallet angesprochen haben. Und ich finde, also aus meiner Sicht ist das immer noch so einer der Bereiche in der Blockchain, wo man wirklich sagt, okay, in 1, 2 Jahren macht man das so mit einem Klick, aber wenn man es direkt auf der Wallet-Ebene mit MetaMask machen will, dann hat man immer noch so ein bisschen Respekt vor diesen ganzen Prozessen. Wie stelle ich auch sicher, dass das zurückkommt? Und insofern finde ich es total cool, dass Jannik sich bereit erklärt hat, uns heute ein bisschen nochmal abzuholen, ein bisschen abzuführen. Und gerade eure Firma Staking Rewards hat ja auch den Anspruch, dass sie nicht nur sagt, wir machen das für euch, sondern dass sie auch so ein Marktüberblick gibt, dass sie das erklärt. Ich habe gerade nochmal toll gefunden, da eure Tabelle mit den verschiedenen Staking Service Solutions, die ihr sehr, sehr übersichtlich dargestellt habt. Ja, und damit würde ich eigentlich an dich übergeben und tu uns den Gefallen und stell dich kurz selber vor und gib uns einmal einen Einblick, wann bist du das erste Mal mit Bitcoin, Blockchain, Krypto in Verbindung gekommen und was hat dich anfangs daran interessiert, fasziniert, was hat dazu geführt, dass du offenbar dabei geblieben bist? Ja, vielen Dank für das coole Intro. Genau, ich bin Jannik, CTO von stakingrewards.com und mit dem Thema Blockchain bin ich tatsächlich über meinen Bruder in Berührung gekommen, der jetzt auch mein Co-Founder ist und ich glaube auch im Publikum sitzt. Schöne Grüße. Genau, und großer Bruder oder kleiner Bruder? Das ist mein kleiner Bruder. Ah, okay. Aber nicht, die kleinen Brüder, die großen Brüder Krypto-Themen bringen. Cool. Genau. Ja, tatsächlich hat er mich damals dazu gebracht, meine ersten Bitcoins zu kaufen. Und irgendwann haben wir dann Staking Rewards zusammen gegründet und auf der zum Laufen gebracht. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Thema von meiner Präsentation, von meinem Vortrag heute, dass ich versuchen will, einmal so ein, wo kommt Staking überhaupt her? Was ist das? Hatten wir, glaube ich, schon in dem Vortrag vor 2 oder 3 Wochen. Von daher versuche ich nicht so viel auf das Was einzugehen, sondern eher auf das Woher und wie hat sich das entwickelt, wie hat es sich verändert, wie sieht der Markt aus und dann natürlich immer wieder so ein Aspekt oder so ein Rückblick, wie haben wir uns als Staking Rewards eben mit dem Markt zusammen entwickelt. Okay. Ganz kurz noch eben, weil wir jetzt ein paar mehr Zuschauer haben. If everybody is fine that we continue in German, then we stick to German. If there's someone who would prefer that we switch to English, please send us a message in the chat and then we will switch to English. Otherwise, we stay in German. Okay, scheint so, dass alle Deutsch verstehen. Dann bleiben wir dabei. Alright. Nochmal eben, deinen ersten Bitcoin hast du wann gekauft? Weißt du es noch? Oder wollen wir auf der Blockchain nachgucken? Wir können nachgucken. Nee, ich glaube, es war 2013. Okay, gut, ich auch meinen ersten. Beim Kurs von 100 Euro ungefähr. Ja, genau, ähnlich bei mir. Wollen wir einfach mal starten? Unbedingt. Cool. Genau. Also, from Peercoin to Parachains, a brief history of staking, in Klammern Rewards.
Und ich denke, wenn man sich mit irgendeinem Blockchain-Thema auseinandersetzt, dann ist es unvermeidlich, dass man an dem Thema Blockchain-Trilemma vorbeikommt. Und zwar, one does not simply scale a public blockchain. Es ist in der Geschichte der Blockchain und in der Geschichte des Staking immer wieder Thema, wenn man eine Blockchain skalieren will, wenn man mehr Throughput erreichen will, wenn man mehr User abholen will, dann ist es sehr schwierig, das zu erreichen, ohne entweder Security oder Dezentralität zu kompromittieren. Und da kommt eben dieses altberühmte Dreieck, was wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat, zum Tragen: Scalability, Security oder Decentralization. Man sagt irgendwie, man kann immer nur zwei haben. Witzigerweise, das ist ja eigentlich ein Dreieck, was aus der klassischen Finanzmathematik kommt, nicht? Wo du irgendwie Liquidity und Security und Return hast. Genau. Aber ist so, ja. Ja. Da versucht Staking anzusetzen. Und zwar Staking, Proof of Stake, ist schon relativ alt, zumindest die Idee. Also wenn man sich mal anguckt, dieser Blockchain Bitcoin Forum Eintrag ist von 2011. Ich glaube, Okay. das ist der erste Eintrag der Idee von Proof of Stake von dem User Quantum Mechanic. Und er sch oder sie schreibt hier die Idee, wie man dieses Blockchain-Trilemma lösen könnte, beziehungsweise das Scalability-Problem lösen könnte. Und zwar draftet er die allererste Idee von Proof of Stake. Possibly quicker, more trustworthy, remove physical point of failure, und ja, egalitärer. Nach dieser Idee kann man so ein bisschen die Probleme, die Blockchain an sich hat, und dann einmal die Probleme, die mit Proof of Stake einhergehen. Also Proof of Stake alleine löst erstmal diese drei Punkte gegenüber Proof of Work, nämlich, ich denke, ja, also nämlich Energieeffizienz, lower barriers to entry, und stronger immunity to centralization. Und ich glaube, egal wem man von Blockchain erzählt, der nicht in dem Thema ist, es kommt immer dieser Punkt, oh ja, Bitcoin verbraucht zu viel Energie, ich lasse die Finger davon. Das ist eigentlich ganz schön, wenn man einfach sagen kann, okay, dieses Problem wird im Ganzen gelöst von Proof of Stake. Um Proof of Stake auf die Strecke zu bringen oder zu implementieren, gibt es so ein paar Challenges, die sich 2011 beziehungsweise ab 2011 ergeben haben. Und zwar ist das in den allerersten Protokollen, wie gehe ich mit der Initial Distribution um? Also wenn wir einen Stake im Netzwerk garantieren wollen, wenn die Validatoren die Blöcke mit einem gewissen Skin in the Game nutzen wollen, dann ist die initiale Distribution der Token besonders wichtig. Was auch besonders wichtig ist, ist, dass man
Monopole vermeidet, also dass die Reichen reicher werden sozusagen, nur die, die den meisten Stake haben, Blöcke validieren und somit die, die Rewards bekommen. Das sollte verbessert werden. Dann die berühmt-berüchtigte 51%-Attacke, die genauso ein Problem von Proof of Work ist, aber auch ein Problem in Proof of Stake. Und dann ein spezielles Problem, die Nothing at Stake Problematik. Und zwar ist das ein Problem, was zu einem Double Spend zum Beispiel führen konnte und zu einem möglichen Fork der Chain, wenn eben dieses Nothing at Stake passiert. Gehen wir zu den Beginnings. 2012. Peercoin ist die erste Blockchain, die Proof of Stake implementiert hat. Deswegen der Titel From Peercoin to Parachains. Sunny King und Scott Nadal haben 2012 Peercoin gelauncht. White Paper im August. Den erste überhaupt. Habt ihr euch 2012 schon damit beschäftigt oder ist das jetzt quasi nur in Retrospektive, dass du sagst, da gab es schon 2012 jemanden? Das ist tatsächlich Retrospektive. Okay. Ich schreite quasi ein, wenn Staking Bots relevant wird. Okay. Das ist jetzt sozusagen einmal die Retrospektive, um zu erklären, was wo es überhaupt herkommt. Genau, Peercoin, erste Alternative zu Proof of Work in general. Damals noch mit einem hybriden Approach, also nicht nur Proof of Stake, sondern auch noch Proof of Work, nämlich die Distribution der Tokens gegenüber Proof of Work. Das hat sich dann geändert, 2013. NXT und Blackcoin ungefähr gleichzeitig gelauncht, beide ausschließlich Proof of Stake. Nochmal, diese beiden ersten Protokolle, waren die denn jetzt auch schon getragen von wir wollen Energy Consumption runterfahren oder wir wollen, oder ging es einfach nur um einen Test quasi dieses alternativen Systems? Denn 2013 war ja eigentlich der Stromverbrauch im Blockchain-Netzwerk noch nicht das vordringliche Thema. Ne? Also bei ein paar Minern, die immer sagten, oh ja, wir haben so hohe Stromkosten, aber wenn ich das richtig sehe, was war also der ausschlaggebende Faktor, was die erreichen wollten? Die Energy Consumption ist, glaube ich, so ein bisschen ein Problem, was wir jetzt haben. So ein Ding, an dem wir uns gerne aufhängen, würde ich mal eher sagen. Damals war es einfach, das Scalability Trilemma zu lösen. Einfach, welche Systeme haben wir, um Instant Finality zu bekommen, um schneller Blöcke zu validieren, um eine lower Entry Barrier zu haben, Dezentralität, also ist ja so, wenn du einen Bitcoin-Miner betreibst, dann hast du einen irre hohen Aufwand, überhaupt an die Hardware zu kommen und so weiter. Dein Setup ist irre kompliziert. Und die Idee war, wenn wir Dezentralität wollen, dann müssen wir ein System schaffen, wo es total einfach ist, dass jeder an dem System teilnehmen kann als Validator. Und da kommt eben Proof of Stake ins Spiel. Ja. Und das wird eben 2013, 2014 zum ersten Mal durch NXT und Blackcoin gelöst. 2014 kam dann so ein bisschen Fahrt auf. BitShares haben den ersten Delegated Proof of Stake Mechanismus gelauncht.
der dann tatsächlich später für SteamMail, Lisk und EOS verwendet wird. Also auch nochmal so ein Scalability-Thema. Und Tendermint das White Paper von Tendermint wurde auch schon 2014 proposed von Dirk von. Wenn wir so ein bisschen gleich noch weiter gucken, was ansteht, Tendermint wird gerade richtig relevant im Blockchain-Ökosystem, würde ich sagen. Von daher total spannend, dass das bereits 2014 schon als White Paper rausgekommen ist. 2014 war auch das Jahr, als Vitalik Buterin einen Forum-Artikel geschrieben hat oder einen Blog-Artikel, wo er den Slasher beschreibt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ist sozusagen die Idee für oder die Foundation für die Ethereum-Migration. Also wie können wir dafür sorgen, dass wir keine Nothing-at-Stake-Attacken mehr bekommen, zum Beispiel. Und zwar durch Slashing. Erste Idee von Vitalik. 2017, ich habe jetzt ein paar Jahre übersprungen, da ist nicht so viel Spannendes passiert aus meiner Sicht, oder ich habe einfach ein bisschen was geskippt. 2017 wird es richtig interessant, da war ja auch ICO-Hype und der ganze Blockchain-Markt hat enorme Traction bekommen und durch diese ganzen ICOs, beziehungsweise in diesen ICOs waren auch ein paar super spannende Proof-of-Stake-Protokolle dabei, unter anderem Cosmos, Tezos, Cardano, Polkadot. Bei meiner Research habe ich mir nochmal die ICO-Preise angeguckt. Ist auf jeden Fall, hat sich einiges getan seitdem. ADA hätte man für 0,0024 Dollar bekommen, wenn man damals teilgenommen hätte. Polkadot hat 29 Cent gekostet. Das sind eben die Foundations für heute immer noch hochaktuelle Blockchains. 2014 die Gelder eingesammelt und eben diese oder ein Teil dieses Problems der Initial Distribution gelöst durch ICOs. Also in den Genesis-Tokens dieser Blockchains sind dann eben die ICO-Participants berücksichtigt worden. Jetzt erwähnst du natürlich diejenigen, die erfolgreich geworden sind. Ich meine, dass es auch eine ganze Menge Proof-of-Stake-ICOs gab für neue Blockchains, die es nicht geschafft haben und wo die frühen Investoren auch auf ihren Dingern sitzen geblieben sind, nicht? Genau, also das sind jetzt tatsächlich die interessantesten. Die ein paar der vielleicht nicht mehr so relevanten kann man hier sehen in der allerersten Version von Staking Rewards. Das ist ein Excel-Sheet, was Mirko, mein Co-Founder, damals angelegt hatte, als er im 2017 ICU-Boom ein paar Tokens gekauft hat und dann vor der Idee oder vor dem Problem stand, was mache ich jetzt damit? Irgendwie gibt es dieses Proof of Stake. Wie kann ich eigentlich staken? Wie funktioniert das? Was sind die Risiken? Was sind die Rewards? Und kam halt Proof of Stake ins Spiel. Und zwar sieht man hier, ich glaube, den allerersten Coin, den wir gelistet haben, das war NXT, Ardor, Redcoin, BitPay, CACCoin,
ich weiß nicht, ob die noch aktiv sind. Aber genau, man sieht eben eine Menge Tokens, die gar nicht mehr so relevant sind, die aber damals stakeable waren. Und das führte eben dazu, dass wir am 30.11.2017 den initialen Commit für unsere allererste Version von Staking Rewards gemacht haben. Zu dem Zeitpunkt hat dieser ganze ICO-Boom auch so ein bisschen abgeflacht. Und wir haben gerade diese Website gelauncht und ja, eigentlich war es ganz cool, retrospektiv betrachtet. Wir hatten Zeit zum Bauen. Wir haben Research gemacht, eine Menge. Wir haben die Website gebaut und eben diese ganzen Informationen zusammengetragen und auf die Webseite gebracht. Also nicht nur das Marktcap oder den Price, sondern wir haben uns ganz genau angeguckt, wie kommen diese Rewards zustande, warum sind die unterschiedlich, was sind die Faktoren, was sind die Risiken, auf was muss man achten, wie kommen die 12% oder 9% oder auch nur 2% zustande. Das haben wir auf der Webseite veröffentlicht, free to use. Und dann haben wir uns weiterentwickelt und late 2019 die Staking Rewards 2.0 gelauncht. Sieht ein bisschen anders aus. Wir hatten damals einen Entwickler. Also nochmal eben, dass ich es richtig verstehe. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Und bitte auch, liebe Teilnehmer, Zuschauer, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, nutzt die Q&A-Funktion oder nutzt die Chat-Funktion. Wir wollen das so interaktiv wie möglich machen, auf alle Fälle. Also der erste Gedanke bei euch war quasi nur, ihr wollt eine Informationswebsite gebaut, wo jeder gucken konnte, welche Coins kann ich wie, mit welchen Risiken und mit welchen Rewards selber staken. Mhm. Und hat dann, das mag eine blöde Frage sein, aber an sich basiert, also eine Proof-of-Stake-Blockchain erfordert nicht notwendigerweise, dass die Teilnehmer oder die Notbetreiber, also dass die Notbetreiber selber quasi ein Proof of Stake erbringen, ist klar, aber dass die Holder der Währung untereinander sich über Staking quasi die Währung zur Verfügung stellen, ist ja nicht zwingend notwendig, um ein Proof of Stake zu erbringen. Also es erleichtert es und es macht es sinnvoll möglicherweise. Aber es ist ja nicht begriffsnotwendig bei jedem Proof of Stake erforderlich, dass man auch an Dritte seine Coins staken kann. Nee, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Ausprägungen. Da werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Eigentlich hat man zwei Möglichkeiten. Einmal, man lässt einen sogenannten Validator oder einen Node laufen. Auf dem dein Stake, beziehungsweise deine Adresse mit dem Stake ist und du validierst Blöcke. Oder du nutzt eben die Ansätze wie bei Tezos zum Beispiel mit einem Liquid Proof of Stake, wo du dein Voting-Recht einfach an einen Node abgibst oder an einen Node delegierst. Und da brauchst du eben keinen Node oder keinen Rechner laufen lassen. Ganz kurz mal eben eine Rückfrage zu der Folie, die du eben hattest mit den Blockchains aus 2017. Da fragt einer, welche, weil du nur die Symbole da hast, welche Blockchains waren das? Wenn du nochmal eben drei Seiten zurückgehst, dann kann man kurz, das ist Polkadot unten rechts, das ist Tezos oben rechts, links ist Cosmos und Cardano. Cosmos und Cardano, genau. Oben links Cosmos, unten links ist Cardano. Genau. Genau. Da wollte ich nochmal eben schnell beantworten. Alles klar. Okay, cool, weiter.
Genau, und das sind eben diese ganzen verschiedenen Themen, die plötzlich auf dem Tisch liegen. Wie funktioniert das eigentlich? Und das beantworten wir auf stackingwords.com. Und genau, mit der neuen Version haben wir mehr Daten bekommen, bessere Daten. Wir haben Provider-Daten hinzugefügt. Und so weiter, mehr Q&A und so weiter. Wir haben ein Journal gelauncht, wo wir Artikel schreiben und das haben wir eben 2000 oder Anfang 2000, nee, gar nicht Anfang 2019, Ja, late aber 2019. ihr seid ja selber dann auch Validator für die Währung, die ihr da Nein, aufgebügelt habt. genau. Nein. Vielleicht ganz sehr gute Frage. Kriegen wir immer wieder gestellt. Sind wir nicht. Wir haben keinen einzigen Validator laufen. Okay. Das ist eine Designentscheidung, dass wir sagen, wir wollen auf der einen Seite total unabhängig sein von den Netzwerken. Auf der anderen Seite wollen wir so schnell wie möglich jedes Netzwerk überhaupt auf die Seite bringen und das zu gewährleisten, können wir nicht dafür sorgen, dass wir die ganze Infrastruktur einmal hochfahren und dann maintainen können für die Menge an Netzwerken, die wir momentan haben. Also man sieht das hier, 233 Netzwerke. Das wäre für uns ein totaler Overkill, diese ganzen Netzwerke zu maintainen. Okay, also insofern seid ihr heute nur ein Anbieter, der eine Übersicht verschafft und der quasi dem Interessierten, der an Validatoren seine Coins staken will, sagt, wie und wo er das machen kann. Ihr seid quasi ein. Genau, Stand heute sind wir Information oder Data Provider, könnte man sagen. Und wie verdient ihr damit Geld? Das funktioniert momentan über Marketing Packages für die Blockchain-Projekte, die bei uns gelistet sind, sowohl eine API, wo man die Daten, wo Wallets oder Provider die Daten bekommen können, um sie auf ihren Webseiten anzuzeigen und so weiter. Momentan arbeiten wir an weiteren Geschäftsmodellen, da komme ich aber später nochmal darauf zurück, um einmal so ein bisschen der History oder dem Ökosystem wieder Platz zu geben. 2020 war eine Menge los. Diese ganzen Projekte und noch viele mehr haben ihre Mainnets gelauncht. Alles Proof of Stake Chains. Also Cosmos, Celo, Scale, Elrond, Harmony, Near, Oasis, Matic, Polygon und Ende 2020 dann eben auch Ethereum mit der Beacon Chain. Und mit diesen ganzen Mainnet-Launches gab es auf einmal ein breites Spektrum an verschiedenen und super spannenden Konsensusmechanismen. Also wir haben vorhin schon von Tendermint gehört für Cosmos und eben alle weiteren Cosmos SDK-Chains. Avalanche hat einen eigenen Konsensus, Casper von Ethereum, Ouroboros von Cardano und so weiter und so fort. Und 2020 hat sich, glaube ich, so ein bisschen abgezeichnet, dass diese ganzen Probleme vom Anfang mit Peercoin und NXT und so weiter sich lösen lassen. Also Scalability, Dezentralität und so weiter. Auf einmal gibt es eine Menge verschiedene Ansätze. Und ja, in der Zeit haben wir all diese ganzen Mainnet-Launches auf die Seite gebracht. Wir haben
Validator-Validator-Daten auf die Seite gebracht und standen vor vielleicht ein paar Schwierigkeiten oder Ideen, was macht man mit diesem Movement in the Market. 2020 war auch DeFi Summer, wenn ihr das alle mitbekommen habt. Und da war auf einmal eine Menge Geld im Markt. Wurde alles aufgewirbelt, DeFi war groß und eine Menge Newbies kamen in den Markt. Newbies, sage ich mal so, Leute, die jetzt noch nicht seit 2017 vielleicht dabei sind. Exchanges sind auf den Zug aufgesprungen und so weiter. Da, genau, mussten wir so ein bisschen überlegen, inwiefern gehen wir mit dem Markt mit und genau, zeigen wir auch die ganzen DeFi-Rates an und so weiter und so fort. Ich sehe gerade, hier ist eine Frage. Tendermint, genau, weil du eben gesagt hast, Tendermint gewinnt jetzt auf einmal wieder an Relevanz. Das war eine Rückfrage dazu. Ja, gehe ich oder habe ich gleich noch eine Folie dazu tatsächlich? Okay, perfekt. Ja. Genau, mit dem ganzen DeFi Mainnet 2020 ist eine Menge los. Sieht man eine Metrik, die wir aggregieren, unter anderem das Proof of Stake Market Cap, geht auf einmal richtig hoch. 2020. Ganz kurz, die Proof of Stake Market Cap, die habt ihr selber berechnet oder gibt es dafür einen zentralen Index, der das berechnet? Bei Coin Market Cap kann ich, glaube ich, nicht sagen, zeig mir mal nur die Market Cap der Proof of Stake Coins, richtig? Ja, wir sind sozusagen der zentrale Index dafür. Also, ja, genau. Also das ist dann der Gesamtmarket Cap all der Währungen, die ihr bei euch als Stakeable Coins quasi listet. Okay. Genau. Ja. Macht das außer euch noch jemand oder? Habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Gut. Ja. Genau. Also das Ganze nimmt langsam Fahrt auf mit dem Ethereum Staking Launch Ende 2020 geht es dann richtig steil hoch. Das einmal ganz, ganz spannend zu sehen, wo wir momentan sind, wo wir auch vielleicht Anfang 2020 waren. Genau. In dem ganzen Newbie-Onboarding wird es auf einmal total relevant für Exchanges. Und zwar fangen jetzt Exchanges auch an, Staking anzubieten. Das ist auch immer total toll für jemanden, der sich überhaupt nicht damit auskennt. Er kann einfach One-Click-Stake über Kraken zum Beispiel, über Binance oder Coinbase zum Beispiel machen. Das war auch so ein bisschen für mich so der Ansatzpunkt. Wow, jetzt wird es auf einmal serious. Binance bietet Staking an. Da ist tatsächlich was da, da ist was los sozusagen. Wir haben in der Zeit Validator-Daten gelistet, also tatsächlich Reward-Raten auf Validator-Basis. Also dann kann man sehen, wie viel bekommt man nicht nur für Cardano, sondern wie viel bekommt man für das Staking von ADA auf Binance zum Beispiel. Das ist so ein bisschen die Schnittmenge zu dem Vortrag von vor 3 Wochen, glaube ich. Da hat Julius auch so ein bisschen über die Rolle von Validators im ganzen Staking-Ökosystem gesprochen, auch mit dieser Problematik,
Risk of Centralization, 0% Fees von Exchanges und so weiter. Und wir versuchen da so reinzukommen, oder nicht wir versuchen, sondern wir lösen sozusagen das Problem, how to choose the right validator. Und sagen da, wir versuchen für alle Chains eben die Daten dafür anzubieten, wenn du auf der Suche nach dem korrekten Validator bist. Genau. Ihr macht ja keine Empfehlung oder Auswahl, sondern ihr sagt, ich stelle wirklich nur die Fakten zur Verfügung und dann muss jeder selber entscheiden, welchen Validator in welchem Setup für welche Currency nutzen will. Oder macht also das ist ja auch eine Frage eures Geschäftsmodells. Und in der klassischen Welt gibt es ja auch, ich würde euch vergleichen mit so einer Fonds-Auswahlplattform beispielsweise, die es ja ohne Ende gab und die auch vor 20 Jahren wurden die so überall gegründet, weil ganz viele Leute sagten, wir wollen dem Einzelnen helfen, eine bessere Entscheidung zu fällen, welchen ETF und welchen Fonds er kaufen sollte. Und dann gab es einige, die wie ihr den Ansatz habt zu sagen, nein, wir sind nur die ganz neutrale Datenbank und jeder muss sich schlau machen und muss dann selber entscheiden. Und dann gab es einige, die sagten, hey, wir haben die ganzen Daten und die Kunden sind eigentlich bei uns, weil sie letztlich wissen wollen, was sie machen sollen. Und deshalb bauen wir da irgendwelche kleinen Prozesse drauf oder wir geben irgendwelche kleinen Sternchen oder Häschen, was aus unserer Sicht am besten ist. Aber da wollt ihr ganz objektiv bleiben oder überlegt ihr auch, dann so eine Recommendation abzugeben? Genau, also wir sind erstmal unabhängig. Also wir ranken nicht in Binance nach oben, oder wie auch immer, sondern wir zeigen rein die Daten an, also wie hoch ist der Reward, wie viele User, wie hoch ist die Balance. Auf der anderen Seite überlegen wir auch, wie können wir das userfreundlicher gestalten, also wie können wir das anfängerfreundlicher gestalten. Wie du schon sagst, manchmal ist es wichtig, oder manche Leute wollen vielleicht gar nicht die rohen Daten sehen, sondern wollen wie auf einem Binance eine One-Click-Stake-Solution haben. Aber weil wir einfach schon so lange in dem Ökosystem unterwegs sind, haben wir immer den Ansatz gefahren, möglichst vollständige Daten anzuzeigen und uns vielleicht auch eher an Pro-User zu wenden. Ich denke, jetzt, wo sich das ganze Ökosystem so ein bisschen in Richtung Mainstream entwickelt, werden wir uns da auch alongside entwickeln, würde ich sagen, zusätzlich möglicherweise auch solche Solutions anbieten. Okay. Genau. Wir sind bisher, wisst ihr, wer bisher die Besucher auf eurer Seite sind? Wer sind eure User? Unsere User sind Staker, sag ich mal. Okay. Leute, unterschiedlich. Also extreme Power-User. Wir haben Leute, die wollen jede einzelne Metrik sehen. Wir haben aber auch User, die sich gerade irgendeinen Coin gekauft haben in Google gesucht haben, how to stake XY und dann eben auf unserer Seite gelandet sind. Genau. Zu dem ganzen Validator-Thema ist auf einmal eine Frage interessant geworden, die nicht mehr nur die Blockchain an sich betrifft oder die Sicherheit der Blockchain an sich, sondern es ist auf einmal auch ein Community- oder ein Ökosystemproblem geworden. Also weg oder nicht weg von, aber zusätzlich zu, ist die Blockchain überhaupt sicher,
kommt diese Frage, wie entwickelt sich das Ökosystem und können wir ein Ökosystem schaffen, in dem die Blockchain auch weiterhin sicher ist? Wollen alle nur mit Binance staken, dann haben wir plötzlich, obwohl die Blockchain eigentlich die Möglichkeit der Dezentralität hat, wäre sie trotzdem total zentral. Das sind eben Probleme, die sich dann mit der Nutzerzahl eben ergeben, die Julius auch ganz cool im vorletzten Vortrag behandelt hat, was deren Gedanken sind und so weiter. Vortrag kann ich empfehlen, der war sehr gut. Nochmal eben ganz kurz zum Verständnis. Also an sich widerspricht es ja dem Gedanken des Proof of Stake total, dass man sagt, jetzt verbünden sich mehrere User und bündeln ihre Stimmrechte bei einem, weil der dann irgendwann in der Lage ist, doch eine große Dominanz im Netzwerk entwickeln zu können. Das ist so der eine Pfad. Auf der anderen Seite muss man sagen, okay, es gibt ganz viele Coinholder, die selber nicht Validatoren sein können oder wollen. Und das ist eigentlich verschwendete Voting Power, wenn die nicht in der Lage sind, ihre Coins auch irgendwie quasi produktiv einzusetzen. Das sind so die beiden gegeneinander laufenden Stimmen. Und ich komme ja aus dieser traditionellen Finanzwelt und ich vergleiche das für mich immer eben letztlich mit Aktiengesellschaften, wo es ja auch Stimmrechte gibt und wo eben auch ganz, ganz viele zwar Aktien halten, aber ihre Stimmrechte nicht ausüben und wo es ja auch dann immer Möglichkeiten gibt, dass man seine Stimmrechte der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz überträgt beispielsweise. Da gibt es keine Rewards dafür. Und dann gibt es ja doch eine ganze Menge an Einschränkungen, mit denen teilweise gesetzlich, teilweise auch durch Satzungen verhindert wird, dass irgendjemand in der Hauptversammlung eine Mehrheit haben kann. Oder dass eben durch solche Stimmrechtsübertragungen einer auf einmal in die Lage versetzt wird, dass er da alles bestimmen kann. Das gibt es ja eigentlich bei diesen Blockchains nicht. Das heißt, es gibt keinen Smart Contract, der sagt, man darf maximal 5% der Stimmrechte dürfen an einen Validator übertragen werden. Oder wenn es mehr als 5 sind, dann leuchtet irgendwo eine rote Leuchte oder irgendwie so etwas. Also diesen Mechanismus, Vorkehrungen zu treffen für eine Staking-Dominanz, ist, glaube ich, ist ein Risiko, nicht, oder? Es ist ein Risiko, aber wird auch auf Protokollebene gelöst. Also da ist dann nicht die rote Lampe, die irgendwann angeht, sondern es gibt Ansätze, dass je höher der Stake ist, desto geringer sind die Rewards. Also du wirst quasi als großer Validator gezwungen, mehrere Nodes laufen zu lassen, zum Beispiel. Okay. Und dann wieder dezentraler zu werden. Also da gibt es eine Menge spannende Ansätze, wie man eben das auch distribuieren kann. Die ja doch unter den Blockchains unterschiedlich sind, nicht? Oder gibt es da so einen gemeinsamen Standard, dass man sagen kann, so wie das bei Cardano gelöst ist, das ist eigentlich die perfekteste Form des Stakings und die anderen haben das alle abgeschrieben oder gibt es einfach doch unterschiedliche Konzepte, die sich, wo man noch nicht sagen kann, was wo ist eigentlich am einfachsten oder am besten? Es zeichnet sich schon ab, was die guten Mechanismen sind. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann den perfekten Algorithmus finden werden, sondern einen, der gut für einen Use Case funktioniert oder vielleicht auch einen, der gut für die meisten Use Cases funktioniert. Haben wir hier auch mit den ganzen Projekten, die 2020 gelauncht sind, sind eben auch die underlying Konsensusmechanismen sind teilweise auch alle unterschiedlich. Genauso dann eben auch die Mechanismen, wie sichergestellt wird, wann welcher Validator ausgewählt wird, wann welcher Validator wie viel Stimmrechte hat und so weiter. Das sind eben unterschiedliche Ansätze, die unterschiedlich gelöst sind. Ja.
Genau, DeFi 2020 hatten wir auch. Das war auch so für uns so die Überlegung, wie gehen wir damit um? Auf einmal gibt es Rewards, die aber eigentlich gar kein Staking sind, sondern über Lending und dann das Staken dieser Lending oder dieser LP-Tokens mit unfassbar hohen Yields. Hier sieht man einen ersten Screenshot von SushiSwap mit 2600% Reward. Genau, und das war halt im Sommer 2020. Jeden Tag gab es da neue Plattformen und unsere Überlegung war, gehen wir da mit? Wie können wir das schaffen? Wollen wir das überhaupt? Diese ganzen Daten anzuzeigen, und wir haben uns dagegen entschieden. Wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf unser Core-Business, Staking, machen das richtig gut, und genau, lassen dann diese ganzen oder diesen super schnelllebigen Markt noch viel schnelllebiger als das ganze Blockchain-Ökosystem überhaupt. Genau, haben wir so ein bisschen beobachtet, sind da so ein bisschen reingegangen, aber eben haben keine Daten aggregiert. Das klingt aber schon so, dass alles, wofür ihr Daten anzeigt und auf eurer Seite zur Verfügung stellt, sind alles Sachen, die ihr selber auch ausprobiert habt, oder? Ja. Okay. Da seid ihr super erfolgreich oder habt ihr richtig auch auf die Fresse gekriegt zwischendurch mal, weil ihr Sachen ausprobiert habt, die nicht geflogen sind? So grobe, gib mal einen Daumen. Naja, nee, also ich würde schon sagen, so richtig grob auf die Fresse geflogen sind wir nicht. Es hat tatsächlich bisher immer ganz gut geklappt. Mal mehr, mal weniger, aber eigentlich sind wir, glaube ich, ganz gut bisher so durchgekommen. Genau, was ich zu diesem ganzen DeFi-Thema nochmal sagen wollte, das Ganze ist ja so ein bisschen wieder abgeflacht, so ein bisschen more serious, kommt jetzt so ein bisschen Smart Contract Staking, Stablecoin Staking dazu. Das sind dann Sachen, die vielleicht nachhaltiger sind, zum Beispiel Anchor Protocol, 20% auf UST. Das sind super spannende Projekte, die wir dann schon auch anzeigen. Genau. Mit diesem ganzen DeFi-Hype ist so ein bisschen dieser Scalability-Aspekt noch wichtiger geworden, würde ich sagen, oder noch präsenter. Alle warten auf Ethereum, dass sie zu Proof of Stake switchen, wird aber immer wieder delayed. Und in der Zwischenzeit, genau, gibt es immer wieder Ethereum-Competitors oder Projekte, die Scalability einen Trade-off eingehen, zum Beispiel Solana. Super schnelle Transaction Throughput, aber geht eben den Trade-off der Dezentralität ein, mit ganz wenigen Validatoren. Auch wieder ein relativ schwieriges Setup, also auch wieder weniger egalitär, und so weiter. Avalanche, Scale, Near, Elrond, alle haben unterschiedliche Ansätze, wie sie Scalability erzeugen können, teilweise mit Trade-offs, teilweise weniger Trade-offs. Genau. In der Zeit oder seit Anfang des Jahres haben nicht nur Blockchain-Projekte skaliert, auch Staking Bots ist ein bisschen gewachsen. Wir haben Anfang des Jahres unser Team vergrößert, von 3 Leuten auf jetzt 12 Leute.
Genau, haben einfach bessere Daten, mehr Daten, besseres Community Building, also einfach das gesamte Ökosystem, was für drei bis vier Leute sehr schwer war, irgendwie auf eine Plattform zu bringen. Genau, braucht Unterstützung und da stehen wir jetzt. Current State. Ich denke, einfach diese gesamte Bewegung im Markt hat so ein bisschen angezeigt, dass wir auf einmal eine Menge Use Cases haben, die irgendwie abgebildet werden können müssen. Und ich glaube, eins der größten Themen ist die Interoperability, also die Kommunikation von Blockchains untereinander. Jetzt kann ich die Frage beantworten, inwiefern gewinnt Tendermint gegenwärtig an Relevanz? Tendermint ist der Underlying-Konsensus-Mechanismus für Cosmos, was wir hier sehen. Hier, das ist das Tendermint-Logo und eben für alle Cosmos-SDK-Chains. Also Cosmos ist nicht nur eine Blockchain, sondern sie bieten auch ein SDK an, was es möglich macht, schnell oder nicht schnell, aber andere Layer Ones zu erstellen, die alle die Möglichkeit haben, untereinander zu kommunizieren und alle diesen Konsensusmechanismus Tendermint benutzen. Also sie brauchen sich um die Core-Probleme, die wir am Anfang besprochen haben, die Core-Probleme von Proof of Stake keine Gedanken machen, sondern sie können sich so ein bisschen um den Anwendungslayer kümmern und haben dann gleichzeitig die Möglichkeit, untereinander zu kommunizieren auf Application-Ebene. Okay. Das löst eine Menge Probleme. Also jetzt mit diesen ganzen Ethereum-Competitors brauchen wir auf einmal Bridges, die gar nicht mehr dezentral sind, die slow sind, die hohe Gaskosten verursachen und so weiter. Und da ist eben das Cosmos-Ökosystem wahnsinnig spannend. Indem sie halt einfach ermöglichen, allen Cosmos-Chains untereinander zu kommunizieren. Ist die Frage beantwortet? Ich denke schon. Ich glaube schon auf alle Fälle, ja, klar. Ich würde gerne noch mal eben, ich bin schon am Ende, oder, also ich finde das Thema Risiko des Stakings immer einen ganz, ganz, ganz wesentlichen Faktor. An sich basiert ja Staking, Proof Stake nicht nur auf der Idee, dass ich den Proof gebe, sondern dass ich auch bereit bin, wenn ich einen Fehler mache beim Validieren, dass ich dann eine Strafgebühr, in welcher Form auch immer, zahlen muss. Wo die meisten, mit denen ich in letzter Zeit über Staking gesprochen habe, mir so ein bisschen gesagt haben, ja, das ist so ein theoretisches Risiko, das muss ja auch im Protokoll drin sein, aber praktisch ist das eigentlich nicht relevant. Und ich habe auch bisher noch keinen Ansatz gehört, wo mir jemand sagt, okay, also in der Methodik oder in der Blockchain oder bei dem Validator ist das Risiko, dass derjenige, der staked, dann zwar einen tollen Staking-Reward kriegt, aber auf einmal seine gestakten Coins nicht wiederkriegt, besonders hoch, besonders gering. Muss ich auch sagen, das ist ein Thema, was ich noch nicht so ganz für mich greifen kann. Habt ihr das Thema aufgegriffen bei euch und kannst du da eine Einschätzung dazu abgeben? Ja, unbedingt. Ich habe noch eine zweite Folie zur. Ach so, Entschuldigung, ich wollte auch nicht zu früh jetzt Ja, einsteigen. genau. Sollen wir einfach die Fragen irgendwie gleich Können wir auch machen, ja. im Anschluss beantworten? Gerne. Okay.
Genau, zweites super spannendes Projekt, Polkadot. Die haben das Problem oder die Challenge der Interoperability ein bisschen anders gelöst. Die haben nicht Layer Ones mit einem Modul der Kommunikation, sondern die haben das System der Relay und der Parachains. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu meinem Titel von Peercoin to Parachains. Polkadot macht es so, oder die versuchen das Problem zu lösen, dass wenn eine Blockchain oder eine Web3-Applikation viel Traction bekommt, dann ist sie für eine Menge Throughput verantwortlich. Und wenn man sich so ein bisschen die History anguckt, von Ethereum zum Beispiel, CryptoKitties wurde gelauncht. Auf einmal wollten alle Kitties kaufen und die ganze Blockchain hat nicht mehr funktioniert, weil sie komplett verstopft war. Wenn CryptoKitties eine Parachain gewesen wäre, dann wäre das alles überhaupt kein Problem gewesen, weil dann alle anderen Parachains noch weitergelaufen wären. Also es werden Applikationen oder Ökosysteme auf die Parachains ausgelagert und sie inheriten nur die Security von der Relay-Chain selber, also von Polkadot selber oder in dem Fall Kusama. Und auch dadurch sind auch die ganzen Parachains wieder untereinander interoperabel. Das heißt, ja, sie können sozusagen über den gesharten, die gesharte Relay-Chain kommunizieren und ja, kommunizieren. Letztes super spannendes Thema, was aus meiner Sicht gerade ja, eins der spannendsten überhaupt ist Liquid Staking. Mit dem ganzen Thema Staking hat sich ein Problem oder eine Challenge so ein bisschen herausgearbeitet. Wenn ich stake, bin ich in manchen Fällen nicht mehr liquide. Und wenn ich aber in DeFi oder anderen Applikationen teilnehmen möchte, dann ist der Incentive geringer zu staken. Was da die Lösung ist, wäre Liquid Staking. Das funktioniert so, dass jeder gestakte Coin eine Repräsentation durch einen Token auf der jeweiligen Blockchain selber bekommt. Also oben rechts sehen wir das Lido-Logo. Die bieten das momentan an für Ethereum, Terra und Solana. Das heißt, wenn du über Lido deine ETH stakest, dann bekommst du ein Staking-Derivat, nämlich ein STEs zurück. Und kannst das in DeFi-Applikationen verwenden. Selbes lösen P-Stake und Starfi. P-Stake ist ein Cosmos-Projekt. Die haben das für eine Menge Cosmos-SDK-Chains gemacht. Also wenn du deine Atoms stakest, bekommst du P-Atoms zurück. Und so weiter. Genauso Starfi ist ein Polkadot-Projekt. Wenn du über Starfi deine Dots stakest, dann bekommst du eben das Starfi-Staking-Derivat zurück. Und damit damit gewinnst du die Freiheit sozusagen oder die Liquidität über deine Stake-Tokens zurück und kannst sie verwenden. Und mit dieser ganzen Infrastruktur
sind wir gerade daran, ein Produkt zu entwickeln, mit dem wir ein automatisiertes Staking-Portfolio mit einer möglicherweise One-Click-Buy-Lösung auf den Markt bringen, indem wir einen Index über diese Staking-Derivatives legen. Und jeder User, indem er diesen Index kauft, den Index-Token, Zugang zu einem automatisch gehandelten Staking-Portfolio bekommt, was nicht nur die Price Appreciation hat, sondern auch noch die Staking-Rewards der Underlying Assets hat. Das ist ein Aber wie kleiner bildet Punkt. ihr den Index in einem Token ab? Es gibt zum Beispiel, oder kennst du, oder kennt ihr DPI? Genau. Das wird letztendlich genau dasselbe Prinzip sein. Also ein Index über verschiedene DeFi-Projekte wird ein ERC-20-Token auf Ethereum sein, der eben keine DeFi-Assets Underlying hat, sondern dieses Staking-Derivat. Okay, also meine Fantasie geht so weit, dass ich diesen DPI-Token verstehe als ein Dachtoken, der quasi mehrere Zieltoken hat, wieder übersetzt in meine traditionelle Finanzdienstleisterwelt. Die Idee, dass ich die Staking Rewards abbilde, finde ich auch noch ganz vernünftig, aber jetzt zu sagen, ich habe einen Index, der quasi der Referenzindex ist für den neuen Token, den ich rausgebe. Das impliziert für mich, dass ich irgendwie eigentlich auch quasi ein Referenzportfolio ja führen muss, was den Index wieder abbildet, um jederzeit in der Lage zu sein, wenn die Jungs, die den Dachtoken gekauft haben, ihr Geld zurückhaben wollen, gewissermaßen, wenn die liquidieren wollen, dass ich selber in der Lage bin, quasi das zu leisten und zu erbringen. Und das ist die Frage, wer macht das? Wer ist dafür verantwortlich, dass der Index eben auch liquide mitgeführt wird? Der Herausgeber ist ein Partner, eine DAO, mit der wir zusammenarbeiten wahrscheinlich. Und der Ausgleich ist ganz normal über den freien Markt, also über Arbitrageure. Das heißt, wenn gekauft werden soll oder wenn verkauft wird, dann entsteht ein Ungleichgewicht, was dann durch Arbitrageure ausgeglichen wird. Und das ist eben das Tolle, dass es alles dezentral ist. Das heißt, wir können einfach in den bestehenden Markt reingehen und haben da ein sehr, sehr geringes Und du hast letztlich in dem Index, bildest du zwei Dinge mit ab. Auf der einen Seite das Kursentwicklung und auf der anderen Seite aber auch die Staking Rewards, also die laufenden Erträge. Die werden aber auch in den Index mit reingerechnet oder kommen die einfach on top als eine Art Ausschüttung? Die sind Auto-Compounding. Das heißt, wenn du den Index-Token in deiner Wallet hast, dann steigt der Preis nicht nur über den Marktpreis, sondern auch die Underlying Assets werden mehr wert, indem sie Staking-Rewards accruen. Verstanden. Sorry, dass ich jetzt da so detailliert drauf reingegangen bin, aber es ist ein gutes Projekt auf alle Fälle. Finde ich extrem spannend. Genau. So, jetzt nähern wir uns schon so ein bisschen der magischen Grenze 20:15 Uhr, Ende der Tagesschau gewissermaßen. Insofern würde ich gerne sehen, so spannend es war, dass wir noch ein bisschen auf die Fragen oder auf die offenen Punkte eingehen. Hast du noch was, was du jetzt folienmäßig vorstellen wolltest oder? Ich bin am Ende. Das Okay. war der Pitch am Ende sozusagen. Ja. Genau. Wenn sonst keine Fragen sind, können wir auf deine Security-Frage eingehen. Genau, also wer Ansonsten. noch Fragen hat, bitte, bitte gerne reinschreiben. Ich finde das Thema, wie ist das Risiko, wie bewertet ihr das, könnt ihr das überquantifizieren, finde ich total interessant. Also
Slashing gibt es, ist auch schon vorgekommen, ist auch, ist allerdings unterschiedlich von Chain zu Chain. Also es kann sein, dass dein gesamter Stake weg ist. Es kann sein, dass nur deine Delegation weg ist. Es kann aber auch sein, dass du einfach nur nicht den Block Reward bekommst. Also das ist eben unterschiedlich, wie das Protokoll das Slashing umsetzt. Aber es ist möglich und die Gefahr ist immer da. Und deswegen haben wir hier auch, oder deswegen ist auch dieses Thema ziemlich relevant, dass man eben nicht nur bei seinem Investment, in welchen Coin man investiert, Due Diligence macht, sondern auch bei der Wahl der Validatoren. Wir werden diese Woche oder nächste Woche einen super spannenden Ökosystem-Report rausbringen, in dem wir diese Themen auch nochmal im Detail aufgreifen. Und wenn ihr da Interesse habt, wie da der State of the Art sozusagen oder State of the Ökosystem ist, schaut euch den gerne an. Das wird ein richtig cooles Ding. Okay, cool. Aber nochmal jetzt im Kern der Frage. Quantifiziert ihr das Slashing-Risiko, indem ihr sagt, bei Cardano ist es relativ gering, das Risiko, dass ein Slashing überhaupt stattfindet? Und bei dem Validator glauben wir auch, dass man da gut drauf vertrauen kann. Trackt ihr das oder ist das was, wo ihr einfach nur darauf hinweist und dann sagt, das ist ein Risiko, aber wir können es nicht in eine Reihenfolge oder in eine Wahrscheinlichkeit bewerten? Also es wird nicht quantifiziert im Sinne von so und so viele Slashing-Events haben stattgefunden. Wir haben aber eine Metrik, die das Risiko, also das Risiko anzeigt für eine gewisse Staking-Option. Also risikoreich, weniger risikoreich und so weiter. Auf Validator-Basis haben wir das nicht. Dafür haben wir dann eben die Metriken wie Users oder Balance, sodass man dann seine eigenen Due Diligence macht. Okay. Ein zweiter Punkt, der mich interessieren würde in dem Zusammenhang. Also wenn ich, hast du vorhin ja auch schon angesprochen, Will, wenn ich meine Coins irgendwo liegen habe und sie staken will, dann gibt es viele Möglichkeiten, da Intermediäre dazwischen zu haben, die dann auch immer ja dann irgendeine Fee oder irgendwie sowas haben wollen, sodass ich vermute, dass ihr wahrscheinlich empfehlen werdet, demjenigen, der vernünftig staken will, mach es lieber direkt mit dem Validator und mach es nicht, indem du bei Kraken oder Binance oder Coinbase auf den Knopf drückst. Ich möchte staken. Trotzdem habt ihr einen Überblick, was angemessene, übliche Fees sind, die derjenige, der dazwischen, insbesondere der Custodian, der dir quasi den Zugang zum Staking ermöglicht, was die an Gebühren abrechnen. Ist das transparent oder habt ihr da eine Empfehlung? Die jeweiligen Gebühren zeigen wir tatsächlich an in Prozent. Ja. Und die variieren von, ich sage mal, 2-15%. Und sind, glaube ich, nicht vermessen, sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob jemand oder ob es Validatoren gibt, die tatsächlich unmöglich hohe Fees. Ja, ich meine jetzt nicht den Validator, sondern ich meine quasi, wie viel zieht sich Kraken selber rein, wenn sie dir sagt, hey, bei mir kannst du staken, du drückst auf den Knopf. Und in Wirklichkeit arbeiten die mit Validatoren zusammen, bei denen sie deutlich mehr kriegen und davon nehmen sie sich einen Teil weg als ihren Anteil der Beute. Ach so, für die Exchanges selber. Das ist so ein bisschen so ein Sonderfall, weil Exchanges dir meistens einen fixen Reward versprechen und dementsprechend schlagen sie ein bisschen was auf, denke ich mal.
oder gleichen das aus, je nachdem, wie stark Sie dieses Staking-Produkt integrieren oder eben laufen lassen. Für die meisten Exchanges ist es kein Revenue Stream, sondern eigentlich nur Marketing. Okay. Dementsprechend sind wahrscheinlich die Rewards oft besser auf Exchanges, aber eben zentralisiert. Okay. Wie verteilt sich das Risiko, wenn ich jetzt auf einer Exchange stake? Wäre da auch das Risiko, dass wenn es zum Slashing-Event kommt bei dem Validator, den die Exchange ausgewählt hat, dass die mir möglicherweise sagen haben, an sich wollten wir dir 3% Reward auszahlen, aber leider müssen wir dir mitteilen, dass jetzt 10% deiner Coins weg sind, weil es gab ein Slashing-Event. Also wie ist da das Risiko verteilt? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich muss man sich da die AGBs von Binance durchlesen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn eine große Exchange dir die Rewards verspricht, dass sie das ausgleichen, wenn irgendein Underlying-Fehler ist. Aber genau weiß ich es nicht. Okay. Allerdings auf der anderen Seite habe ich auch schon gehört, dass Validatoren, die aus irgendeinem technischen Problem vielleicht einen Block verpasst haben, dass sie dann trotzdem die Payouts machen. Also das Ökosystem ist noch relativ jung, glaube ich, und es wird viel ausprobiert. Und von daher ist, glaube ich, auch noch, ja, solche Sachen möglich, dass halt, Okay. um die User zu behalten, dass dann trotzdem die Rewards ausgezahlt. Wir haben noch eine Frage im Chatraum, die geht im Wesentlichen eigentlich um die Sicherheit von Proof of Stake, ist aber jetzt auch schon teilweise beantwortet worden, aber da würde mich auch deine Meinung interessieren. Ist denn die Proof of Stake-Chain, kann die sicher sein oder laufen wir da ein Risiko durch Quantencomputer oder Blue? Dass wir irgendwann einfach durch eine technologische Entwicklung, das ist ja immer so ein Streit, inwieweit die Proof of Work Blockchain durch Quantencomputing irgendwann unsicher wird und ob das Risiko eigentlich genauso besteht im Proof of Stake oder ob es möglicherweise man sogar sagen kann, Proof of Stake ist vor dem Risiko sicherer, dass irgendwann ganz schnelle Rechner das einfach übernehmen können. Genau, das Problem, dass Hashes mit Quantencomputern deutlich schneller gelöst werden können, haben wir nicht bei Proof of Stake. Wo genau jetzt noch mögliche Risikofaktoren sind, kann ich, glaube ich, gar nicht so genau sagen. Und vielleicht kann der oder die Fragesteller das vielleicht sogar besser beantworten. Ja, ich komme aus der Welt der Quantencomputer. Möglicherweise weiß ich vielleicht zu wenig über Quantencomputer. Was ich sagen kann, dass das Berechnen von Hashes wie bei Proof of Work kein Risikofaktor bei Proof of Stake ist. Okay. Wir kommen zeitlich zum Ende. Ich würde gerne eine Frage nochmal stellen, die mir vor kurzem gestellt worden ist, wo ich auch unsicher war, wie ich das eigentlich beantworten soll. Also man sieht ja auf alle Fälle eine total coole Entwicklung, dass wir im Kryptosektor in der Lage sind, durch einfach diese neuen Protokolle auch Zinsen auf Krypto zu verdienen, dass wir einen Mechanismus haben, der aus meiner Sicht eigentlich das Proof of Stake, was wahrscheinlich ja schon die Zukunft ist, auch nochmal deutlich robuster macht, so würde ich das bewerten. Andererseits gibt es viele Anbieter, die es jetzt ermöglichen, dass quasi solche Ableitungen entstehen, dass also dass aus einem Ether irgendwie mehrere Ether werden, weil das irgendwie wieder jemand in der traditionellen Finanzwelt waren das immer die Verbriefungen quasi. Also dass aus ursprünglich einem Ether dann irgendwie immer mehr Geld geschaffen wurde und der wieder an andere verkauft wurde und den anderen gewann und möglicherweise mit einem Leverage auch wieder genutzt werden konnte, woraus dann möglicherweise etwas Aufgeblähtes entsteht, wo ganz großes Risiko einer Implosion, Explosion entsteht. Mit der Intensität, mit der du dich mit diesem ganzen Staking-Bereich beschäftigt hast,
Siehst du da ein Risiko, dass das irgendwann alles total überhitzt, weil du hast vorhin Sushi-Swap selber gezeigt, weil immer wieder aus einem Ether, der 27 Mal wieder weiter verliehen und übertragen und am Ende des Tages kann das System eigentlich nur noch zusammenbrechen? Ja, gute Frage. Ich glaube, was sich Leute ausdenken oder ausdenken werden, ist ziemlich schwierig vorherzusehen. Momentan kann man sehen, dass ähnliche Produkte im DeFi-Sektor aus dem Boden schießen oder entwickelt werden. Das Schöne daran ist, dass alles als Transaktion oder als Aktion auf der Blockchain festgehalten wird und dementsprechend auch alle Derivate oder jedes Verleihen irgendwie gedeckt sein muss. Und wenn, also es ist zum Beispiel möglich, sich mit einem ETH über das Maker-Protokoll DAI zu leihen, die DAI in ETH zu tauschen und dann wieder in Maker-Protokoll reinzulegen. Ja. So hast du aus 10 ETH vielleicht 15 ETH gemacht. Das Ganze funktioniert allerdings nur so weit, wie der Ether-Price nach oben geht. Wenn wir eine starke Preisschwankung haben, dann ist dein Kollateral nichts mehr wert und wird liquidiert. Das heißt, die Mechanismen, um das ganze System am Laufen zu halten, sind, glaube ich, deutlich resilienter als das momentan in der traditionellen Finanzwelt der Fall ist. Ist mein Gefühl auch, muss ich sagen, aber es ist nur ein Gefühl, weil ich da zu wenig, also einfach für mich den Anspruch nicht ernsthaft haben kann, zu sagen, das habe ich genau durchdrungen, aber finde ich einen guten Ansatz. Super, Jannik, ich finde es total spannend. Auch für mich hat es noch ein paar Dinge nochmal wieder eröffnet. Ich hoffe, für euch, liebe Teilnehmer, liebe Zuschauer, auch nochmal ein bisschen geholfen. Ich kann nur empfehlen, diese, ich weiß gar nicht, ob sie noch aktuell ist, aber diese Tabelle, die ihr ja mal erstellt habt, wo ihr die verschiedenen Custodians, Lending-Plattforms und so weiter im Vergleich gesetzt habt. Und wenn man dann detaillierter sich die einzelnen Anbieter nochmal angucken kann, dann glaube ich, auf eurer Seite Projekt Index und quasi Index-Token finde ich extrem spannend. Gibt es ja auch in Deutschland noch nicht so viele, die sich an dieses Thema rantrauen, weil ihr natürlich sofort dann auch die Frage, wer ist Emittent und ist das ein Wertpapier und so weiter zu lösen habt. Und Staking bisher ja doch in Deutschland noch juristisch relativ wenig konkretisiert wird. Wir hatten gerade mit unserem Wirtschaftsprüfer bei der, wir haben ja die Coinix, die eben auch selber in Coins investiert und auch selber Delegating macht und Erträge daraus erwirtschaftet. Und wir mussten jetzt gerade in unserem Halbjahresabschluss überlegen, wie wir das in unserer Gewinn- und Verlustrechnung ausweisen, ob das Zinserträge sind oder sonstige Erträge oder irgendwie sowas. Und da gibt es einfach noch keinen, der dir eine klare Meinung sagt. Und das wird auch noch ein paar Jahre dauern, glaube ich, bis dann irgendwie in der Bogen oder dem Musterbogen für Gewinn- und Verlustrechnungen im HGB dann irgendwie Erträge aus dem Staking von Kryptowährungen auftaucht. Da wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Janik, dir vielen, vielen Dank, liebe Teilnehmer. Schön, dass ihr da wart auf alle Fälle und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und ich glaube, wenn Fragen sind, die kann man auf eurer Website auf alle Fälle sehen und sonst stehst du im Zweifel auch vermutlich zur Verfügung. Genau. Ja, vielen, vielen Dank. Fragen gerne über LinkedIn oder Twitter. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Cool. einen schönen Also, Abend tschüss.